Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Heute werden wir wieder irgendeinen Scheiß machen, den keine Sau interessiert. Die Biolumineszenzflüssigkeit eines Glühwürmchens. Alles klar. Zustand ist nicht gut. Gib mir Wasser. Keine Ahnung, hab ich mir einfach mal reingezogen. Ich meine, war eh fast am Vergammeln. So. Dann Maulwurfshack. So. Und dann können wir direkt weitergehen. Wir geben kurz hier die Quest ab, die tägliche. Und dann gucken wir, was wir heute oder sonst noch so machen. Wir haben ja sehr viel Auswahl. Und wir können noch mehrfach Munition holen. Wir können noch mehrfach... Ach, wir können alles machen. Einfach mal eine Woche mal nix mit Questen. Kampfrüstung, Brustteil hinzugefügt. Ja, super. Danke für nix. Tägliche Quest. Billig Ding. Lohnt sich gar nicht. Ja gut, Powerfaust. Und Kronkorken. Ah, ich gebe zu, vielleicht ein bisschen was, ne? Ein bisschen was. Ah, hier ist Strom. Wenn wir das bräuchten. Aber hier kriegen wir ehrlich gesagt nichts Gutes, ne? Lohnt sich gar nicht, noch eine Sache mehr verteidigen zu müssen. Nö, nö. Okay, die Frage nur, was für ein Event. Und ich muss in die ersten Folgen nochmal reingucken, als wir die Notiz gefunden haben mit dem Megastop. Irgendwer schießt auf irgendwas. Auf einen Roboter. Alles klar, ich helfe dir, Roboter. Keine Sorge. Niemand wird dir leid antun. Ach, guck mal. Munition ist immer gern gesehen. Federung auch und Kryolator auch. Fernglas. Ist nicht unbedingt. So. Die Problematik, die ich jetzt momentan sehe, ist, dass ich für Geschäftsmänner muss und ist natürlich blöd, wenn man hier gerade auf diesem Server rumhängt, oder? Es sei denn, ich kann mal kurz irgendwo hin teleportieren, wo keine Sau ist. Was machst du denn hier? Warum kein Kübelkopf hier? Ihm würden die Beine abreißen. Sehen wir ja. Ich habe 20 Kronkorken bekommen. Also, ich sehe schon. Lucy Harwicks Notiz. Wenn du das hier liest, ist aus dir ein Veränderter geworden. Die Leute bezeichnen euch mit gehässigen Begriffen wie Monster oder Ghoul, doch tatsächlich seid ihr kein Deut anders als sie. Sie fürchten nur das, was in Zukunft vielleicht aus ihnen werden könnte. Die Natur hat entschieden, dass du so wirst. Diese Entwicklung war nicht dein Schicksal. Ich wollte dir eigentlich nur sagen, dass du trotz all des Hasses ein Zuhause hast. Einen Ort, an dem du diesen Sturm zusammen mit anderen, die wie du sind, überstehen kannst. Du findest uns in den Ruinen des Valley Gallery Appalachia. Wir werden dich mit offenen Armen und noch viel wichtiger mit offenen Herzen empfangen. Lucy Harwick. Wo ist denn der Kollege? Meinst du denn mit den Supermutanten? Glaube ich nicht. Naja, aber wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Na guck mal, da ist ein Zahnrädchen, da gehen wir doch mal hin. Kleine Erkundungstour. Vielleicht finden wir da wieder so eine tägliche Quest oder so, wer weiß. Einfach mal einen Scheiß machen. Das sieht mir nach einer Vault aus. Eindeutig. Äußeres Sicherheitsterminal. Sicherheitsaufzeichnung. Ah, 21.10.77. Von Tyrone Hayes, Wartungstechniker. Um 9:30 Uhr heute Morgen haben wir die
Dechiffrierungsschlüssel erhalten, um die neuen Befehle für Vault 94 zu entsiegeln. Da die anderen Mitglieder des Vault-Personals ihre Aufgaben erledigt haben und zur Vault-Tech-Universität aufgebrochen sind, bin ich hier allein. Wie angewiesen habe ich die eingeladenen Bürger, Pastorin Salavar und ihre Gemeinde kontaktiert und ihnen mitgeteilt, dass Vault 94 bereit ist, sie im Fall der Fälle aufzunehmen. 23.10. Als das Signal kam, habe ich die Pastorin angerufen und dringend gebeten, sofort zum Vault zu kommen. Sie dürfte mit der ersten Welle von Bürgern innerhalb einer Stunde hier sein. Ein zweiter Bus ist für den Nachmittag geplant. Ich gehe rein, um alles für ihre Ankunft vorzubereiten und die Tür vielleicht noch ein bisschen länger offen zu halten. Der Vault wurde gestern Nachmittag wieder geöffnet. Pastorin Gabriella betete mit uns für die Opfer des Krieges und segnete dann die Repräsentanten, die auf ihre missionarische Arbeit gehen. Ich habe mich hier freiwillig für eine Schicht gemeldet, damit Besucher in unserer Gemeinschaft auch angemessen begrüßt werden. Außerdem hoffe ich, einen Garten anpflanzen zu können, damit wir die Möglichkeit haben, im nächsten Frühjahr einige unserer Feldfrüchte zu testen. Wir müssen verstehen, was die Erde noch hervorbringen kann, wenn unsere Arbeit für andere von Nutzen sein soll. Ein Tag nach der Katastrophe öffnen sie die Vault, um zu beten. Einer stellt sich dahin, um Besucher zu empfangen. Ja, ihr seht schon, was draus geworden ist. Hab ich richtig gelesen? Ein Tag später. Ist das doch nicht dein Scheiß Ernst? Das kannst du doch nicht machen. Wie dumm ist denn das? Aber ich vermute mal, hier ist nichts, ne? Halt, bei der anderen sind wir, glaube ich, auch reingegangen, aber konnten nicht tiefer rein, oder? Also, doch, DLC, wie beim letzten Mal. Vielen Dank für Ihren Besuch von Vault 94. Um zu gewährleisten, dass alle unsere Gäste angemessen begrüßt werden, wird für die Bedienung dieser Tür ein Vault-Zugangscode benötigt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vault-Repräsentanten oder einen beliebigen Bewohner, um sich weiterhelfen zu lassen. Alles klar, also auch wieder DLC, ja? Aber das hier sieht schon mal sehr cool aus. Nice. Könnte cool werden. Ah, schade. Ich würde gerne hier jetzt schon rein und alles erkunden. Aber wir müssen bis zum Sommer. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, die Main-Quest langsam mal schaffen. Wie klipschig das alles aussieht. Rein theoretisch könnte ich doch hier jetzt warten, bis einer kommt. Und ihn dann erschießen. Aber ich denke mal, die erste Woche ist jetzt vorbei. Ne? Vom Survival-Modus. Und die haben sich jetzt die Hörner abgestoßen und jetzt spielen das wirklich nur noch Leute, die ein bisschen auf Schwierigkeitsgrad stehen und dieses Szenario, dass wenn man einen sieht, man ihn erschießen kann oder es einfach lassen kann. Ich hätte ja den Platz 1 schon längst erschossen, wenn es gegangen wäre, aber leider war das Event da. Sonst hätte ich einen mehr auf dem Gewissen gehabt. Und den habe ich auch noch Munition verschwendet. Habe ich da lose Schrauben gesehen? Die nehmen wir selbstverständlich mit. Ja, eine Vault mehr. Die wir jetzt gefunden haben. Guck mal. Hier war unser altes Zuhause. Wisst ihr Bescheid, ne? Essen, Silber, Säure, Öl, Wasser, Gold, Beton. Wer braucht denn den ganzen Scheiß? Ich frage mich halt, wie wir da an Blei kommen. Keine Ahnung. Wir hatten hier der Weg zur Erleuchtung. Oh, gehen wir mal dahin. Das ist wohl das Beste, was wir noch hinkriegen können. Und das Billigste, weil wir da nichts hinzahlen müssen, um hinzukommen. Ja, ich würde sagen, also auf jeden Fall sind hier die Werkstätten eine sehr wertvolle Ressource, nicht nur um irgendwelche Sachen zu kriegen, sondern auch um schnell hin und her zu reisen und kostenlos. Ein Atomschlag steht bevor. Oh. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Wo?
Danke für Ihre Kooperation. Bei Platz 1. Schon wieder da unten, Einschlagszone. Ich könnte da rein theoretisch hingehen, ne? Ich habe ja meinen Schutzanzug. Aber naja. Ich denke mal, wenn hier, wo ist das? Da, wenn hier eine Bombe einschlägt, dann sind da auch mehr von diesen Golfer-Ghulen. Bin ich der festen Überzeugung. Das letzte Mal, als da nämlich eine Bombe eingeschlagen ist, habe ich instant eingetötet. Ich habe ja nur einen einzigen Ghul angeschossen und das war direkt so ein Golfer-Ghul. Also ich denke mal, wenn man da eine Bombe fallen lässt, dann kann man die Quest auch abschließen. So. Ich stelle mir das übrigens sehr schwierig vor mit den Bomben. Ich meine, man lässt ja die Bomben da runter. Weil dann geht man ja da rein. Allerdings wissen jetzt, weiß jeder ja jetzt, wo die Bomben fallen werden. Also wird da auch jeder hingehen wollen, der irgendwie jemanden abschießen möchte. Wie ich zum Beispiel. Ich könnte da jetzt auch hingehen. Mit meiner Awesome-Waffe und da einfach mal reinballern, weil so ein Schutzanzug hat natürlich keinen Schutz. Also, meine Waffe. Was ist denn das hier? Hier ist ein komischer Altar. Mit Blumen und einem Spielzeug. Alles klar. Da wären wir, der Weg zur Erleuchtung. Treue Anhänger des überaus weisen und gütigen Mottenmannes, versammelt euch! Bringt sein heiliges Leuchtfeuer mit dem Glanz der Glühwürmchen zum Erstrahlen! Lasst unser Leuchtfeuer die Dunkelheit durchdringen, um seine göttliche Präsenz zu beschwören, auf dass wir mit ihm kommunizieren und an seiner Weisheit teilhaben. Okay, wir müssen Glühwürmchen abschießen. Ist das jetzt hier nur wegen dem Event so oder sind hier immer so viele Dinger? Oh. Okay. Gut, dann sind wir wohl jetzt zusammen. Erst wenn die Quest abgeschlossen ist, Leute. Dann kriegt er aufs Maul. So, wo lagert man den ganzen Kram jetzt? Oh. Da hinten. Wir lassen ihn am besten den letzten Rest abgeben. Und dann gibt's eine Keule. Oh, was war... ETF? Okay. Okay. Ich hoffe, es reicht noch nicht. Nur so zur Not. In so ein Arschloch. Zehn. Okay, wir haben jetzt 26 drin. Ja,
muss den Rest abgeben. Da ist jetzt auch noch Mad Max. Ja, hi. Komm, töte mich. Ich teabag ihn mal ein bisschen. Ja, los, komm. Ach, guck mal. Ach, sind die zu zweit, ja? Ach, shit. Aber ich habe eine Powerrüstung, du. Und ich tue weh. Siehst du? Danke. Gut, der ist tot. Wo ist dein Kollege? Ich muss zurück zur Quest. Okay. Das ist bitter, ja. Oh. Aber wie zielsicher ich bin, nice. Nein, Freundchen, nein. Okay, der ist weg. Wo ist dein Kollege? Ich darf hier nicht weggehen, sonst tötet mich der 44er. Oh, nice. Alter, Jungs. Das ist ja nett von euch. Okay, ich lasse den Kollegen hier in Ruhe, wenn wir fertig sind. Was ist er denn? Er greift mich an. Echt jetzt? Ja, noch tue ich ihm nichts. Oh Mann. So. Aber ihr seht schon, ich krieg schon ordentlich aufs Maul. Eigentlich muss ich ihn töten. Ja, mal gucken. Also ich werde vorsichtshalber mit dem hier hochgehen. Also wenn er mich in Ruhe lässt, lasse ich ihn in Ruhe. Fertig. So. Oh, ich habe 5 gesammelt. Oh. Mensch. So ein Kack. Aber holy shit, da hat er aber eine Waffe rausgeholt. Aber er hat auch eine Menge Munition verballert, alter Schwede. Und die waren zu zweit, die Idioten. Oh, schön. So, ich hoffe nur, er lässt mich in Ruhe im Endeffekt. Weil der ist 44, der ist genauso gefährlich wie ich. Nur, dass er halt keine Powerrüstung hat. Was ist denn der Scheiß?
da gerade sich jemand selbst getötet? Alles klar. Das ist so ein Mini-Krötengeschoss. So, Alter, wir sind ja reich geworden dadurch, ne? Wir haben jetzt 965 Kronkorken. Ist das geil. So, gucken wir mal, ob das ausreicht. Vor allem habe ich ihn mit einer 10mm fertig gemacht. Oh. So stand da gerade Kern 0. Sag bloß, ich verschwende immer einen Fusionskern, wenn ich den lade. Das wäre kacke. Ah, oh, das ist nicht dein Ernst. Okay, 5. Ich habe irgendwie einen Fusionskern einfach so verloren, ne? Seltsam. Obwohl ich nichts gemacht habe. So, jetzt schnell. Komm, Kollege. Einfach inständig, dass er mich nicht tötet. Ich versuche ihm einfach zu vertrauen. Ah, stimmt, ich hätte ja auch visieren können, ne? Vielleicht wäre es dann ein bisschen zielgenauer gewesen bei der Brandbestie. 2, okay. Fülle Bierflüssigkeit in die Lampe? Haben wir doch gemacht. Kann man den weißen Mottenmann jetzt töten? Kriegt man von dem irgendwas? Mach's einfach mal. Gefahr. Ja, vom anderen Spieler wahrscheinlich, ne? Nö, man kann ihn nicht töten. Na gut. Hauen wir ab. Versprochen, ich lasse ihn in Ruhe. Aber wir haben jetzt auch nichts daraus bekommen, ne? Außer die Kronkorken natürlich von den Jungs. Oh, schön. Okay. Bevor es jetzt noch zu irgendwelchen Kampfhandlungen kommt, gehe ich mal kurz sammeln. So, einmal ganz kurz ein paar Sachen raushauen. Bowie-Messer, Kryolator, Powerfaust, 122. Pumpgun und 44er Pistole. 122 Schaden. Powerfaust. Ah, aber die kannst du. Ah, okay. Ich sehe schon, die kannst du mit der Rüstung nicht tragen. Gut, dann ist sie für uns nutzlos. Ich meine, zum Schleichen und alles bestimmt ganz gut. 210mm Patronen. Junge, Junge, Junge. Ich frage mich, ob man das hier irgendwie umstellen kann. Oder kann man hier noch andere Munitionsdinger bauen? Aluminium, Blei, nö. Nee. Hm. Die Frage ist halt, auch drüben, wie, muss man den entfernen? Oder kann man hier irgendwo anders noch was hinbauen? Weil ich würde auch gerne irgendwie Blei herstellen, aber weiß halt nicht wo. Wo stellt man sowas denn auf? Hier? In so einem Ding? Nee. Es muss ja in der Fabrik irgendwas geben.
Ödeleck. Dinger, Müllextraktor. Silber, Öl. Ah. Jetzt begreife ich das. Was auch immer hier war. War hier vielleicht Blei? Silber. Okay, hier war Silber. Ah, so läuft der Hase. Ja gut, jetzt aber schon zu spät dafür. Obwohl, ich könnte Blei ohne Ende produzieren, eigentlich. Wo ist denn hier das Bleivorkommen? Also beim anderen weiß ich, wo das Bleivorkommen ist. Er ist dann auch kein Problem. Schrotthaufen. Gemütliches Kissen. Ist auch nicht schlecht. Todeskrallenklaue? Alles klar. Muss ja irgendwo Blei sein, ne? Muss nicht. Doch, muss. Irgendwo ist hier Blei. Jetzt verstehe ich, wie das Ganze funktioniert. Ah. Also natürlich schon ein bisschen tricky, ne? Dass man das da einfach darauf baut. Aber gut. Ja, komm, lassen wir das. Ich würde sagen, ich bin immer noch Platz 2. Ich habe voll viele erschossen, Junge. Ich komme gleich zu dich. Oh, 1 und 3 sind hier. Verbrannte Erde. Ich möchte nämlich eigentlich mal wieder ein Quest machen, was? Okay, wir sehen uns ja gleich. Metallregale, 4 Stims. Kann man das überhaupt umstellen? Das wäre so geil, wenn man das umstellen könnte. Ich könnte einfach alles herstellen, was ich möchte. Mein 10 mm ist jetzt auch nicht verkehrt, ne? Also, so ist es nicht. Aber ich hätte es gerne. Schreibt mal in die Kommentare, wie das so ist. Wie man das macht. So, und wir werden uns jetzt mal eine andere Quest angucken. Und zwar... Nein. Warum? Defiance ist gefallen. Okay. Dafür müssen wir dahin. Gut, vielleicht finden wir hier irgendwo auf dem Weg noch eine Station. Ansonsten müssen wir dahin. Da sterben wir nicht die meisten. Na gut, ich gehe erstmal nach Hause, bringe erstmal den Müll in Sicherheit und dann sehen wir uns da gleich unten. So, da sind wir wieder. Ich habe mal Fusionskerne und so weiter abgeholt. Jetzt gehen wir kurz mal hier rein und verkaufen ein paar Sachen. Es wäre ganz geil, wenn das hier ein Safe Point wäre, wo man einen nicht töten kann. Alles klar. Dienen und schützen. So, was hast du denn hier so Schönes? Eigentlich nichts. Gut, ich möchte dir ein paar Sachen verkaufen. Und zwar... Ich stehe zu Diensten, Sir. Die Baseballgranate. Ich dachte, ich hätte mehr geile Sachen gehabt. Ghoul-Töter. Glück. Problemlöser. Und den kannst du auch haben. Sehr schön. Jetzt haben wir ordentlich Kronkorken. Da hinten wird geschossen. Deswegen werde ich da mal kurz nachgucken, was da abgeht. Ach. Hier geht also ab, ja. Die Erfahrung von dem möchte ich gerne mitnehmen. Warum ändert sich hier ständig die Farbe? Ach so. Deswegen. Der weiß nicht, wo ich bin.
Sehr schön, 309 Erfahrung, Alter. Und den Rest lassen wir mal so, ne? So sollen die ihren Spaß haben. Also, wir werden der Zugführung... Pulski, Pulski. Warst du nicht vorher 44? Nee. Ein anderer. Guck mal, wir sind immer noch alle Platz 3. Hm. Keiner will sich mit uns anlegen. Seltsam. Vielleicht waren alle so... Wie Colino? Warst du derjenige, der mir geholfen hat? Der 2 Level über der 2 Level hochgestiegen ist? Kann gut sein. Ja, wir werden jetzt die Schienen entlang laufen. Gucken, dass wir noch ein, zwei Bahnhöfe vielleicht finden. Und dann, ja. Wäre geil, wenn wir dann halt mehr Save Points hätten, ne? Aber das werden wir erst in den nächsten Folgen machen. Aber heute machen wir noch ein Level Up. So. Das kriegen wir noch maximiert bis 50, das ist gut. Ich meine, eventuell werde ich es nicht mehr nutzen. Aber wir werden sehen. 31 mittlerweile. Mal gucken, wäre halt geil, wenn wir da noch irgendwie ein paar Upgrades drauf machen könnten. So schieße ich eigentlich damit noch. Und 10 mm ist doch viel geiler. Dafür hat man rein theoretisch unendlich Munition. So, versteckst du dich? Die haben Spaß. Okay. Jetzt aber wirklich, Freunde. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Euer Sirot. Tschüss.